Na? Na? Ja klar. Ja, ist ja logisch. Wir sollen ein Licht haben in dem Auto. Was denn? Pass auf. So. Kein Auto aus meinen Batterien. Willkommen bei Kfz 40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Einmal hier Max hier. Na, du kleiner sexueller Schnuckibucki. Und einmal unser Channel. Macht ihr mal euer Ding. Na, du kleiner sexueller Schnuckibucki. Macht ihr mal euer Ding. Ich warte auf mein Essen. So, Max, erzähl mal. Das ist dein berühmter Kabi. Und ich dürfte das ja. Ja, der ist halt. So, Eisen, ne? Eisen? Also Pappe. Das ist ein Eisen. Mach mal Magneten da dran. Das ist ein Metall. Ja, wie viel ist das? Was steht das denn hier? 100 Euro Sprit, 100 Euro Anlasser. Nee, 100 70 Euro. Euro. 100 Euro Auto. Ja, reicht doch. Was steht da? Tut zu Dortmund? Ja. Hast du das neu gemacht? Ich mach das immer. Das ist noch alt. Du machst das immer? Das ist noch, ich rechne mal nach. Ich hab letztes Mal ein bisschen was dran gerechnet, hab ich übergemalt und... Das ist mein Rechenbrett. Geil. Du bist aber auch einer, der Beule und Delle verwechselt. Ne? Das ist das Geilste. Ja. Also sag ich immer an dieser Beule. Das muss ich euch zeigen. Ne? Also, ihr wisst doch hier, wenn ihr irgendwo... Weil er ist ja nach Dortmund gefahren, also 600, 700 Kilometer, 4 Kilometer ist das. Was, wie viele Kilometer? 250 bin ich hergefahren. Echt? Ja, ich brauche nicht die Rechnung. 600 Kilometer? Nö. 250, sehr geil. Aber ich bin bei diesem Sommer mit dem Auto hier 2700 Kilometer gefahren. So, hier nach dem, mit dem Wappen und so hier. Ungarn, ja. Da müssen wir Führung haben über mein mega geiles Trabant-Gefährt. Auf jeden Fall. Okay. Aber das muss ich euch zeigen. Einer nimmt natürlich einen Benzinkanister mit oder Wasser mit. Und Max, guck mal, was der mitnimmt. Er nimmt einfach einen kompletten Motor mit. Packt den einfach so mit rein. Das ist ein Ersatzmotor, ne? Einfach so. Das ist ein Motor. Ich habe nur den Krüpper gebraucht von dem Ding. Und du hast den da repariert? Bei dir genau was, ne? Ja, ich hab da vorher beim TÜV gewesen, da bin ich liegen geblieben. Und da habe ich in der D-Reihe den ganzen Wagen wieder gefleckt. Der war ziemlich in den Arsch. Krass. Nee, das ist so ein Fall für sich. Das ist ein Projektauto, okay? Ja. Pass auf. Es gibt ja einmal so Typen mit rostigen Golf 3 Motorhauben, die durch die Gegend fahren und meinen, das sind Ratten. Das hier ist eine echte Ratte. Das ist ein Auto, was 7 Jahre keine Pflege bekommen hat und was einfach nur in Stand gehalten wird. Und gefahren und gefahren und gefahren. Nicht gewaschen. Auch nicht gewaschen? Nee, scheiß auf Kratzer, allen drum und dran. Ja, mach die Scheibe mal abputzen, das reicht doch. Ne? Deswegen haben wir uns mitgenommen und nicht gedacht, dass der Zustandslauf bei denen halt überlebt. Krass, 16 Läufe. Habt ihr gemacht? 16 Läufe. Habt ihr ein Video darüber gemacht? Ja, klar. Das will ich nicht sehen. Komm, krass. Aber wie viel PS und so könnt ihr auf seinem Kanal sehen? Da will ich jetzt nicht. Weil der war bei Degenrad und die haben einmal Leistungsbildschirm mit dem gemacht. Ja, aber die haben wir richtig gespielt. Auseinandergebaut dabei, dann oben auch mal kommen, einen anderen Schlauch angemacht, Luftfilter aufgebaut, gucken, was das bringt, dann Gebläse reingehackt, Turbo, Gurkenturbo, Fetter gestellt, Mare gestellt, Zündung eingestellt. Aber ich habe jetzt auch 5 PS mehr, als ich vorher hatte. Aber nicht sagen, könnt ihr auf deinem Kanal sehen. Wir wissen ja nicht, was ich vorher hatte. Ach so, ja, 26 hatte ich nicht. Das ist hier. Das ist Duroplast. Damals in der DDR. Ne? Und wie machen wir das auf? Wie eine normale Motorhaube von innen in den Riegeln aufmachen. Ach so, weil das hier. Ne? Das ist übrigens, das ist kein Metall. Ne? Ja, merke ich schon. Das ist Pappe. Dann ist die Duroplast, das ist hier Baumwolle, weil die damals gepresst haben. Das hat er immer gesagt. Hier, Max, mach das immer. Ich habe jede Schraube mit guten Kabel begeistert, sagt er. Du, pass auf, da kam ein LKW mir entgegen, das ist 3 Monate her. Der hat die ganze Seite von hier abgerissen, komplett. Okay. Den ganzen Wagen zerstört, der Wagen war ein Schrott. Ne? Steht auch hier drauf. Also, das ist das allererste Auto der Welt. Ne? Ich bin der welterste Karosserierastler. Ich bin aus wie Bauer, du kennst die Karosserie hier, Bastler. Schlosser, aber ich bin ein Raspler. Ich hab die mit der Raspel, der rechte Raspel, um die wir packen. Was für ein Raspel. Okay, jetzt sehe ich aber auch einen Spachtel, glaube ich. Da ist kein Spachtel dran. Ist das? Das ist ja kein Spachtel, das ist noch ein Übergemalt. Das ist verblechelt. Guck mal, hier wird er mal gerissen. Das ist besser, wie du ganz ruhig geschweißt. Ne? Der Riss geht hier drin noch weiter. Da rein, ist das? Ist da. Ne, aber ist strukturell kein Problem, weil... Ja, der Holm ist ja noch die Tür gewesen. Okay. Aber ich habe die Tür schließt wieder. Das ist auch nochmal Schrott eigentlich. Ich bin wieder hingekommen. Oh, das ist aber. Ich habe alles abgebrochen, Mann. Ich brauche Heckscheibenheizung noch die abgebaut, diesen ganzen Dreck, auch keine Sau. Das hat einen Motor, das hat Licht, das hat 2 Batterien drin,
Einmal mit Campingstrom, einmal mit Normalstrom. Ich hatte einen Dachträger auf dem Hinweg, habe ich den Beifahrersitz auf dem Dachträger gehabt, den Mofa als Beifahrersitz. Aber der war mir zu langsam dann, da war so ein Windfang, da bin ich nur noch 100 gefahren. Ich gehe da mit beiden Gassen wieder auf dem Einweg. Wie schnell fährt der? Oh, 110. Jetzt ist er ein bisschen aufgemacht, 150. Das geht mit dir mehr. Hier ist alles drin, guck mal hier. Ja, klar. Alles. Oh, das ist aber echt groß, ne? Ja klar, geht einiges alle nur rein. Ich habe alles dabei, Werkzeug dabei, wieder Malz habe ich dabei, was zu saufen, wichtig. Wenn du nicht trinken kannst, du nicht fahren. Hey, hier, siehst du. Hier ist mir jetzt bei der Batterie. Da ist eine Batterie noch eingebaut. Das ist die für Campingstrom, die kann ich zuschalten. Okay. Wenn ich die erste leer habe, wenn ich am Campen bin oder was ich war. Ich bin ja schon überall in Europa mit gewesen mit dem Auto. Echt? Bin ich in jeder Ecke. Das Auto hat schon. Kilometer hast du schon ungefähr damit? 35.000. In 7 Jahren. Max, was mich auch am meisten interessiert, ey, wie viele Autos hast du eigentlich? Ich glaube aktuell 19 oder so. Bist du dir jetzt rausgekommen? 19 Autos? Ja. Und ich sehe ja immer bei dir. Ja. Warum nicht? Okay. Ich habe halt Oldtimer, ne? Ach. Und besondere Gurken. Manche Autos sind Fotoprojekte, manche Autos sind meine Privatsachen. Alter, ich hab das schon mal entdeckt. Blue Motion, was ist das denn hier? Das ist Trabant. Blue Motion Trabant. Gibt es wohl. BB-Funk hat er am Start. Der hat hier. Damit kann er auf jeden Fall die Welt empfangen. Ja, der Flug 50 Meter, aber egal. Das war auch noch drauf, hat er immer abmontiert. Ja, hier. Dann hat er noch drin Radio mit Fernseher, dass meine Tochter mal mitfährt, weil ich auf Roadtrip bin, da kann sie Filme gucken oder irgendwas. Ja, das musst du ja nicht machen. Hier, zuschaltbarer zweiter Kreis für die Batterie, so kann ich, siehst du die Voltanzeige da drin? Ja. Wenn ich jetzt zuschalten würde, und die zuschalten würde, lade ich jetzt bei der Batterie mit. Krass. Wenn ich campen will, wie gesagt, Campingstrom, ne? Den brauchst du unterwegs, ist ganz wichtig. Die Beleuchtung im Innenraum ist eine Action-Lichterkette, die hängt hier irgendwo noch an der Decke, der Knopf. Warte, wenn ich ihn zünde. Ja, die ist da oben, Action, eine gute alte Bogenlichterkette. Fährt ihr jetzt auf 12 Volt umgetan mit. Ne? Ja, alles voll damit. Eigentlich ist das Auto total am Müll, aber das fährt schon ewig lang. Und das wird auch die nächsten 20 Jahre so weiterfahren. Das ist ein Kunstwerk. Ja, Patina-Kunstwerk. Bei jeder Ecke ist ein Fall, bei jedem Boiler an diesem Auto kann ich nicht mehr. Allein schon der Spaß, der da aufgegangen ist, aufgetreten ist. Wer das nun war. Das geht nicht mehr. Oh. Ah, ich bin. Ja. Luftgekühlt, hier ist der Lüfter drin. Hörst du? Da hinten, da riecht das dran, ne? Dann hast du da luftgekühlte Zylinder drin. Hier ist die Dingsen drin, das ist die Heizung, das vorher hier, das ist Frischluft, wenn du mal kalte Luft haben willst. Ne? Das hier ist der Tank. Das hier ist der Tank, das hier ist die Tankanzeige. Guckst du rein, was ist drin? 23 Liter. Zack, mehr brauchst du nicht. Ja, mehr hast du nicht. Ja, das ist die Tankanzeige, das originale Sachsenring. Und wenn du den jetzt aus Versehen so reinmachst? Dann denkst du, boah. Ja, denkst du nicht, boah, halt, dann bist du einfach ein Dulli. Machst einfach gerade rein und gut ist er. Das sind die beide. Hier, schalten wir schon lange mit Handpumpe. Motor ausgebaut. Ich hatte früher mal einen Motor gehabt, habe ich ausgebaut. Ich will so einen Scheiß nicht haben. Das Auto soll möglichst wenig Technik haben, nur TÜV-Technik, damit ich es überall reparieren kann. Überall. Das ist der Witz daran. Ja, das Ganze hier ist der Anlasser, das sind drei Schrauben ausgebaut bei dem Auto. Ja, Zündspulen. Die Kerze, eine Zündspule, ist ja 1-2 Zylinder. Hab ich schon gesehen. Ne, 1-50 fährst du drauf. Ist ein ganz einfaches, du kannst nicht einfacher Auto fahren wie das hier. Ja, und dann noch hier Blattfederung nehmen. Ja, genau, quer. Hinten hat der Schraubfeder. Für beide. Geil. Ne, das ist ein späteres Modell, die haben hinten Schraubfedern gehabt. Ne? Hier haben wir eine Kabelbinder. Ja, das Problem ist, die Halterung ist weggerostet von dem ganzen Scheiß, den Kabelbinder genommen. Ich hatte keinen Bock, eine neue zu bauen, weil das macht keinen Sinn, weil die ist nicht Schrott. Das war der Müll, die Original. Du kannst das an Kabelbinder nehmen und dann kannst du den drüben aufziehen und dann kannst du so rausnehmen. Ja, das hab ich habe viel optimiert an dem Auto, weil mir besser gefällt. Ja, das ist mir heute abgefallen. Heute. Ich hatte auch die Panne gehabt bei der DEKRA. Ja. Und dann haben die bei der Bundeswehr hier, da waren so Bundeswehr-LKW, die haben mir freundlich auf der Klebeband zur Verfügung gestellt. Das hat mir geholfen. Ey, warte mal, hast du jetzt im Auto kein Klebeband? Na, jetzt wieder. Ja, wollte schon sagen hier. Das ist schon geil. Nur um ein bisschen bei Landstraße oder einer Weg zu fahren, brauchst du mehr Auto. Das Ding braucht 7 Liter auf 100 Kilometer, Zweitaktgemisch. Ne? Damit das ist ja Rasenmähermotor. Das ist ein Rasenmäher, Rasenkartoffel. Das ist auch. Das ist noch ein Auto.
merkst du nicht. Das war's, ne? Das ist hier noch Innenbeleuchtung nachgerüstet, Scheibenwischer, Handpumpe für Scheibenwischer, ein bisschen vor, Scheibenwischeranlage. Mehr brauchst du doch nicht, was willst du mehr haben? Klaus. Ich hab den sogar umgebaut, dass dein Arsch da besser reinpasst. Das ist ja alles her. Ja, dass das immer hier Trabant nicht genau in der Mitte sitzt. So. Der Lenkrad meinst du? Ja, ja. Ja, ja, stimmt. Das hab ich ja von dir gelernt. Krass. Wie geil ist das denn? So, Schwupp, ziehst du? Ja, ein bisschen. Dann machst du den Benzinhahn auf. Benzinhahn? Der ist in der Mitte. Da. Und jetzt kannst du den starten. So. Ist das drin? Siehst du? Dann zeig mal, du kannst. Ich mach den Schwung gleich aus, dann schützt du alles tot. Einfach fahren. Aber Max, die Geräusche sind aber normal. Komm mal. Kamera nicht heute dabei hatte. Also ich war eine riesen Runde gemacht hier. Hat Spaß gemacht, ehrlich. Und ich muss auch sagen, der fährt auch flüssig. Ja, der warum? Ja, das ist, weißt du, ich hätte jetzt gedacht, okay, klappert irgendwo oder so. Nein, ganz flüssig. Die Gänge sind auch super. Alter, das habe ich gebaut. Das ist gut. Echt, also muss ich sagen. Ich habe jede Schraube an diesem Auto schon in der Hand gehabt. Ja, das weiß ich. Das sagst du ja oft genug. Ja. Und das ist, muss ich schon sagen, geil. Hier, guck mal, ich wusste aber. Ja, aber ich trieb auch noch machen, der fährt der Fahrrad immer ab. Das ist Max, das ist Max. Was sagst du immer, Max? Ich bin der größte, weißt du, letztens, wo ich einen Livestream von dir gesehen habe. Wenn das gefuscht ist oder so, ist genau was für mich, irgendwas, was du sagst. Gurke. Irgendwie so. Ja, jetzt musst du mir mal erklären, warum Gurke? Ja, ganz warum einfach. Bist du denn Mr. Gurke? Mr. Gurke bin ich jetzt auch nicht. Ja, nein, aber die sagen immer, du bist der Gurke. Gurken-Style, Gurke, das. Ja, das hat sich von selber eingebürgert. Ich mache diesen Channel schon ein paar Tage länger und das kam beim Zuschauer, das kam dann an. Und seitdem bin ich ja der Gurkenkönig. Krass, ja, ist so, der ist bekannt als Gurkenkönig. Ja? Weil ich kannte ja auch als Gurke. Liegt aber daran, weil ich halt auf die Meinung manchmal so scheiße. Weißt du, du hast immer solche Klugscheiße in den Kommentaren oder stimmt. Was. Scheiße ich drauf. Man geht doch auch so. Ich habe mal dieses Auto, seitdem ich das habe, in 7 Jahren noch nicht mal 500 Euro investiert. Ne? Krass. Und ich habe noch 7 Trabis insgesamt im Teilelager liegen. Ja, das habe ich gehört. Ja. Das heißt, ich fahre dieses Auto die nächsten 20 Jahre lang umsonst, wenn es ums Teile geht. Außer manche Kleinigkeiten. Manche Sachen wie Verschleißteile kommen nicht immer nach, aber. Ne? Und die funktionieren auch, deswegen baust du die nicht ab. Das ist auch dieser berühmte Grill, was du auch im Dings gesagt hast, ne? Der hat ja zwei Löcher. Genau, der ist geschlossen. Und bei der Degenhardt habe ich ja das Auto gesehen, der hat hier irgendwie genau, mehrere. Genau, weil der Fassade tut. Genau. Ne? Und wenn ich so einen 1-1-Sacker hätte, wenn wir den hat, ich würde natürlich so einen Grill nehmen und den hinten aufflexen. Das wäre geiler. Das wird viel besser aussehen. Hat er aber auch schon gesagt. Ja, das ist ja, der hat ja den Polo-Motor drin gehabt. Was ja, genau, habe. Ja. Mit Vergaser aber, ne? Ja. Ich hätte genau wie im Wartburg das Ding. Ich bin heute durch die Gegend geprescht.